Aber das Bild, was ich gesehen habe, da muss der Ball nach allem, was man so im Fußball kennt, drin gewesen sein. Aber, und das sage ich ganz deutlich, ich habe ein absolutes Verständnis dafür und unterstütze deshalb auch die Meinung und die Meinungsäußerung von Florian Mayer, dass der Assistent in seiner Wahrnehmung in einem solchen Fall, in dem Fall, wie er jetzt hier in Berlin war, seine Zweifel hatte und nicht zu 100% sagen konnte, der ist drin und sonst nichts. Und das muss der Fall sein, sonst muss er das Spiel weiterlaufen lassen. Er kann nicht auf Verdacht oder auf Vermutung sagen, der Ball ist drin. Und deshalb ist für mich die Abfolge dieser Situation sehr gut nachvollziehbar. Unser Linienrichter oder unser Assistent Frank Willenborg, ich habe ihn gesehen, wie kreidebleich er in die Kabine kam, weil er nicht wusste, wie sehen Bilder aus. Er hatte seine Perspektive auf dem Feld. Und ich habe ihm aber das sehr schnell auch, wie soll ich sagen, habe ich das ins Gegenteil verkehren können, weil ich ihm klar gesagt habe, Junge, da ist aus menschlicher Sicht überhaupt kein Vorwurf zu machen. Und ich weigere mich, hier in irgendeiner Form einen Assistenten hier bei solch einer Situation einen Vorwurf zu machen. Das ist möglich so, dass man da seine Zweifel hat. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Torlinientechnologie, sondern da stehen Menschen. Und in einer solchen Situation ist es möglich, sich nicht sicher zu sein. Und dann muss er laufen lassen. Da wird er drüber wegkommen. Da werde ich ihm auch bei helfen. Allerdings im Nachgang sage ich auch, ist auch nachvollziehbar, wenn man dann dieses Standbild sieht, dass die Fans, die Verantwortlichen und auch die Spieler von Borussia Dortmund diesem Tor mehr als nachtrauern, dass sie ein Stück weit emotionalisiert sind und auch wütend. Das kann ich dann im Nachgang sicherlich verstehen. Die Frage ist nur, wo gehe ich mit der Wut hin? Und die muss dann natürlich im Nachgang auch beantwortet werden.